Shannera ist weniger cool für uns. Hauptsächlich, weil es 4 KP hat. Ah, es ist ausgewichen. Du Lauch. Okay, aber Shannera gibt auch viel Erfahrung. Bartox erreicht Level 16 und versucht Stachelspore zu erlernen. Und ja, ich werde es ihm auch beibringen, weil, sind wir mal alle ganz ehrlich, Lockduft. Danke, aber nein, danke. Und Stachelspore ist nun mal, wenn wir Schlafpuder haben, auf jeden Fall Schlafpuder. Ponita. Ich hol Eieiei raus. Ein Ponita Level 11. Huhuhu. Und Eieiei kommt wieder zurück und Flipper darf. Hauptsächlich, falls Feuerattacken kommen, ist Flipper der Einzige, der die wegstecken kann. Ein weiterer Tackle mit einem Volltreffer gepaart. Nicht gut. Aber eine Hornattacke. Yeah, Hornattacke. Ist bombenstark. Bada boom, bitch. Eieiei, erreicht Level 7. Und er lernt Metronom. Hat die 6 auch komplett übersprungen. Du vorlautes Balk. Sofort so. Top Elixier. Okay. Ram, bam. Diese sollen auch von den Flecken uns ihre Routen abzutrennen. Aber was ist denn dann mit unserem Geld? Da müsste ich ja ehrliche Arbeit verrichten. Wie zum Beispiel Pflanzen säen. Ich bin gerne Gärtner. Ein Rasaf. Los, Buttocks. Absorber. Guck mal, wie viel das abzieht. Okay. Raserei. Dann werde ich ihn jetzt extra nicht angreifen. Falls der nächste Absorber nicht reichen sollte, kriegt er jetzt zumindest diesen Mini-Schaden. Und Raserei kriegt nichts obendrauf. Und wir werden, glaube ich, komplett geheilt. Yep. Stark. Ein Sneebel. Ein Eis- und Licht-Pokémon. Und obwohl Eis sehr gefährlich für uns ist, hole ich Bartox rein. Es war immer noch zwischen Bartox und Flipper. Aber schon Bartox allein aus dem Grund rein, er kann Fußkick. Das ist Doppelschwäche. Der Ruckzuckhieb ist mir egal. Aber Sneebel darf heim. So, eieiei. Kriegt nix. Turtok. Dollar John. Isn't he beautiful? Ist er nicht schön? Ein Mann von Pokémon. Wieso darf ich nicht beim Team Rocket sein und das Turtok mitnehmen, wenn ich ihn besiege? Wieso? Die Welt ist so ungerecht. Aber wir haben noch so einige Routen vor uns. Da kann man immer noch einen Turtok finden. Oder ein Gengar. Oder boah, ein Glurak. Da sind wir mal ganz ehrlich, die erste Generation hat, was Starter angeht, gerockt. Die zweite nicht so sehr. Oh! Aber Dollar John erreicht Level 7. Oh yeah. Warte, Writer Tristian? Hat mir vorher nicht schon einen Tristian? Jetzt muss ich mal ganz kurz hier, Entschuldigung, aber sieben Erfahrungspunkte haben uns gefehlt. Gib Eieiei. Das Problem bei Eieiei und Dollar John, auch wieder da in Anführungsstrichen Problem, ist, dass sie müssen uns mögen.
um sie zu entwickeln. Regel Nummer 1. In wichtigen Kämpfen diese Pokémon benutzen. Also in einem Arena-Kampf oder etc. Regel Nummer 2. Items geben. Halten, geben, egal. Regel Nummer 3. Zu Sachen wie dem Coiffeur gehen und die Pokémon schön machen. Das kann man aber nur einmal am Tag machen. Und der ist jetzt in Dukatia City. Da, bis dahin ist es noch ein bisschen. Aber wenn es soweit ist, legen wir los. Und ich hätte schon gerne ein Psyana-Nachtara. Weil wir ja Wasser-Pokémon en masse haben. Safcon kann auch nur Härtner, ne? Das ist eigentlich perfekt für uns. Weil dann können wir neben Batox auch noch Ayayay einsetzen. Der bekommt dann schon mal ein Level. Es ist Gift, ne? Und dann können wir noch Dollar John holen. Safcon macht brav Härtner. Und dann gehen wir wieder zurück auf Batox, damit wir die Erfahrungspunkte nicht weiter verschwenden. Ich weiß auch nicht, wie viel Safcon Level 14 gibt. Aber naja. Wir machen einfach mal einen Fußkick. Das ist nicht sehr effektiv. Gut, dann ich kann auch noch ein bisschen wechseln, wenn dir das lieber ist. Dann gehen wir noch auf. Wir gehen aber wenn dann auf Dollar John. So, genug gewechselt. Das war jetzt schon Action genug. Mal ein Tackle. Verteidigung kann nicht mehr steigen. Gift. Tackle. Oh ja. Es wird knapp, Freunde. Das war's. Bartox erreicht Level 17. Ayayay erreicht Level 8. Aber Dollar John noch nicht. Okay. Du hast dich heute wacker geschlagen, Kleiner. Wir sehen uns. Peace out. Yeah, Team Rocket wurde vor 2-3 Jahren zerschlagen. Peace. Okay. Weiter so, Eddie. Team Rocket ist abgehauen. Meinem Rücken geht es schon besser. Lass uns gehen. Hi, Eddie. Der macht mir jetzt Bälle aus Aprikoko. Und wir bekommen einen Köderball geschenkt. Das ist auch okay. Pflück sie vom Baum und bring sie zu mir. Ich fertige die Bälle an. Bla 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 bla. Aprikoko Weiß haben wir nur. Und dann müssen wir morgen wiederkommen. So, dann gehen wir ins Pokémon Center. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Arena. Doppelkämpfe sind noch nicht gang und gäbe. Ich werde aber Dollar John nach vorne machen, um ein Level zu erreichen. Hi! Foolest du den Leiter heraus? Ich frage mich, ob die jetzt immer noch Eva heißt. Nope, Biker Kim und Zoe. Immer diese Biker-Gangs und ihre Logos. Guckt euch die T-Shirts an. Mensch, Mensch, Mensch. Ein Paras. Oh, sogar im Sinne der Arena. Käfer-Arena. Paras. Oh, oh, oh. Da haben sich aber zwei Gedanken gemacht. Okay, Flipper. Stachelspruch hat keine Wirkung. Schnabel ist jedoch sehr effektiv. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Dollar John erlernt Landwirbel, Sandwirbel und ein Rettern. Dann darf Dollar John nochmal rein. Und ich hole nochmal Flipper raus. Wickel.
Okay. Dann machen wir Hornattacke. Wenn er uns schon gegriffen hat, dann können wir ihn auch noch stoßen. Die blöde Sau. Silberblick schlug fehl. Wickel hingegen trifft. Wir machen noch eine Hornattacke zum Sieg. Volltreffer, 66 Erfahrungspunkte für beide. Kim und Zoe wurden besiegt. Oh, Eva und Ute? Jetzt bin ich verwirrt, Freunde. Ein Käfersammler. Käferpokémon sind cool und tough. Ich beweise es dir. Deine Geschichte ist so langweilig. Entrepreneur Scott. Hatten wir doch auch schon. Ich glaube, die Leute wiederholen sich wohl ein wenig. Noch ist Dollar John drin. Aber wieso fragt ihr euch jetzt? Oh mein Gott, der hat Eieiei raus. Der ist 4 Level unter Ammonitas. Ein Ammonitas. Okay, das macht 2. Aber Rankni hat Doppelschwäche. Das heißt, die Chance, dass Eieiei Ammonitas schlägt, solange er Umklammerung benutzt, ist nicht nur hoch, sondern gewiss. Ich würde sagen, es ist gewiss, dass dieses Ammonitas den baldigen Tod findet. Dollar John erreicht Level 9 und Eieiei auch. Das kann sich sehen lassen. Ein dumm Esel. Ich bleib drin. Auch Domiesel ist Level 12. Es ist eigentlich egal, wen wir holen. Batox könnte mit einem Fußkick Domiesel fertig machen, weil es ist ein Normal-Pokémon. Schul aber Flipper rein. Hauptsächlich wegen dem Training. Damit Flipper Level 16 wird. Hoffentlich. Raserei. Okay. Da müssen wir aufpassen. Raserei ist Step bei Domiesel. Da müssen wir aufpassen. Jetzt hatte ich vor Verwirrung selbst verletzt. Ich setze Routenschlag ein, weil es einmal Einigler eingesetzt hat. Das ist gar kein Problem. Ich habe Zeit. Ist nicht mehr verwirrt. Das ist natürlich jetzt sau doof. Und natürlich hat es keine Wirkung. Raserei, wie viel zieht Raserei ab? 5. Ey. Ich wechsle aus. Dreimal hat es jetzt nicht geklappt. Ich wechsle aus. Mach du deinen Scheiß. Ich nehme keine Gefangenen mehr. Jetzt geht die Attacke auch noch daneben. Und Domiesel ist aus. Gewischen. Und das war's. Ich habe mich generell immer gefragt, wieso Domiesel eigentlich tatsächlich mit dumm als dumm bezeichnet wird. Ne? Domiesel. Ne? Wieso würde Pokémon das machen? Und einen Moment, ich kann euch die Antwort tatsächlich Domiesel. Also ich kann euch die Antwort tatsächlich sogar geben. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Dummies. Also erstmal, es ist kein gutes Pokémon. Ja. Also in allen Sprachen hat es eine Beleidigung. Im Französischen insolent oder insolent, was ja auch, ich meine, das heißt sogar dumm, wenn ich ehrlich bin. Dunsparce im Englischen, dann ist, glaube ich, auch dumm.
Ja, Dunce ist ja der Klassendummi. Oh, ein Pokémon, ein Sneeble. Level 13. Also, tatsächlich ist es. Das ist dumm. Dummiesel ist ein dummes Pokémon. Und das wollte Pokémon. Die Pokémon-Spiele wollten euch das auf jeden Fall sagen. Und ich weiß jetzt nicht, was Mais. Ja. Also ein dummer Meißler im Prinzip. Das ist saukomisch. Ich bin nicht ganz sicher, wieso. Aber wenn PokeWiki das sagt, ich vertraue PokeWiki. Fußkick und das war's. Wildentrepreneur Scott. Hallo du. Käfer-Pokémon entwickeln sich sehr früh. Das heißt, dass sie auch schnell stärker werden. Da ist tatsächlich was dran. Aber ob diese Stärke ausreicht, ist wieder eine andere Frage. Einsatzzehner. Autsch. Einsatzzehner Level 7. Nicht so ouch. Ich frage mich auch gerade, Satzenia wird wohl Rankenhieb können, Lockduft. Jetzt geht Tackle daneben, Rasierblatt kann es, okay. Aber Dollar John kann ja mal gucken, wie viel es abzieht. 8. Wie viel zieht das ab? 6. Rasierblatt. Das war das, was 8 abzieht, ne? Ein Volltreffer. Nett. Und ich habe gedacht, ich schaff's. Ich habe gedacht, ich schaffe es. Nee, eieiei, kommt nicht rein. Ach, verdammt, was mache ich da? Tut mir leid, Flipper. Oh, Schlafpuder. Das ist noch schlimmer. Nicht? Ha, ha, ha. Oh. Gegen Satzenia. Ah, je. Dollar John erreicht Level 10. Flipper erreicht Level 16. Ein Kabutops. Da kommt Eieiei rein. Weil wie bei Ammonitas. Level 12. Aber auch wie bei Ammonitas. Doppelschwäche. Ja, mach du deinen Härtner. Ich frag mich einfach nur, wie viel zieht's ab? Okay. Mach mal einen 3-Hit. Wie viel zieht Kratzer ab? 10. Ein Volltreffer und ich bin weg. Oh, macht Härtner. Es könnte sein, dass er das jetzt dann auch überlebt. Nope. Das bedeutet für Eieiei ein Level. 2 Level. Ja, das reicht aber jetzt. Ja. Eieiei Level 11. Und ein Seemon. Ich werde Dollar John einwechseln. Und nur um Erfahrungen mitzunehmen. Im Endeffekt werde ich wohl. Bei einem Seemon ist wohl Batox die richtige Wahl. Oder Jiriver. Einfach, um die Erfahrung zu bekommen. Bartox ist schon Level 17. Rauchwolke. Die Genauigkeit sinkt. Dann mache ich Verfolgung, weil ich glaube, Verfolgung trifft immer. Silberblick, was jetzt? Jetzt kommst du hier aber mit den dicksten Sachen, ne? Und jetzt kommt die Aquaknarre. Was ja bei Silberblick nicht viel bringt, aber okay. Gut. Sehr, sehr gut. Entrepreneur Joey wurde besiegt. Entwicklung allein ist nicht genug. Das hast du gut erkannt, Freund. Wir gehen uns noch einmal heilen, bevor wir gegen Kai oder wie er sich auch nennt, antreten. Einen klitzekleinen Moment nochmal. Ich muss ganz kurz was nachprüfen. Conquest. Alles klar, wie ich es mir gedacht habe. Alles gut. Also, wie gesagt, wir waren ja nicht wirklich trainieren. Deswegen tut es mir ein bisschen leid, dass wir wieder overleveled sind. Wir wissen ja auch nicht, was er jetzt für Pokémon hat. Mir wäre es auch lieber, wenn er einen Safcon und einen Kokuna hätte. Aber gegen sein Level 16 Sichlor wird es wohl so oder so relativ schwer. Wir haben einen Supertrank. Wir fangen mit Dollar John an, tauschen aus,
egal wen eigentlich. Bitterbeere gebe ich einfach mal Flipper, wer weiß. Okay. Ich bin Kai. Das werden wir noch sehen. Ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Meine Forschungen machen mich zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe.